Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und herzlich willkommen hier zur nächsten Videofolge für den Mercedes LF13 mit der Ausgabe 145. Wir bekommen in dem heutigen Teilebeutel die nächsten Querstreben, um unseren Tankstütze oder hinten die Brücke für den zu fertigen, wo später dann hier der Tankwagen drauf platziert wird. Und da wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Zusehen. Lasst gerne noch ein Abo auf dem Kanal da, über den Daumen nach oben. Würde ich mich sehr freuen. So, wir haben jetzt hier einmal aus Plastik eine Schiene, dann hier Metallträger. Dann sind hier noch zwei so eine Endstücken, nennen sie sich, aus Plastik, und ein Schraubbeutel EM ist auch dabei. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sollen uns als erstes den linken Längsträger nehmen. Das ist der, den ich im letzten Video hinter der Kamera fix zusammengebaut habe. Denn zusammen haben wir da den rechten gefertigt. So, wir stellen uns das Ganze einmal so auf. Mit dem Teil nach oben. Nehmen uns dann dieses Teil zur Hand. Und sollen dieses hier aufschrauben. Wir haben jetzt an dem Teil hier unten so eine Schraubstifte drin. Und die kommen hier auf das Loch drauf. Und werden an der Stelle von unten mit einer EM-Schraube befestigt. So, nachdem wir auch den zweiten Längsträger, nämlich den rechten, hier angeschraubt haben, können wir uns das Ganze, denke ich, einmal wieder zurückdrehen. Natürlich ist das Ganze jetzt noch etwas instabil, weil hier ja noch die Halterung fehlt. Dem wird jetzt aber Abhilfe geschaffen. Wir nehmen uns jetzt diesen Träger hier, diesen Querträger, und auch hier finden wir wieder auf der Unterseite zwei Schraublöcher, die wir dann anschließend in dieses und dieses Loch befestigen. So, als vorerst letzten Schritt werden wir jetzt hier mal noch diese schwarzen Endstücke hier auf das Plastikquerträgerchen hier aufstecken. So. Und das wiederum soll dann, ich muss gerade mal schauen, wo das ist. Auf dieser Seite haben wir jetzt hier noch zwei dieser von diesen Stiften, und da wird das jetzt einfach nur hier oben so drauf gesteckt. So. So, ihr Lieben, das war's dann auch schon wieder für Folge 145, und damit sind es jetzt nur noch aktuell zwei Hefte in der aktuellen Monatslieferung, plus
plus noch 3 letztverbleibende, also noch 5 Ausgaben, bis das Modell endgültig fertig ist. Also ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr zum nächsten wieder reinschaltet. Ja, bis dahin, viel Spaß beim Nachbauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.